So, Leute, und willkommen zum Finale von Pokémon Blattgrün, der Nuzlocke Challenge. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon so lange, Zorbi. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Wenn ich meinen Pokédex aktualisiert habe, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Zorbi, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt! Ich liebe das Team. Auch wenn das von Gold, Silber, Kristall und Hardcore Source besser war. Eine Auswanderung von Champion Hans. Tauboss! Level 57, oder? 59! Na, leck mich doch. Okay. Wolltest du... Oh, komm! Du bist Champion der Pokémon-Liga und kommst mit solchen Scheißattacken an? Du bist echt ein Lame Bob. Ein echter Lame Bob. Lame Bob! Da... Oh! Okay, ich merke schon, was ein Tauboss kann. Nichts. Ah, ich treffe immer noch. Trotz Sandwirbel. Aber mach jetzt kaum Schaden. Dankeschön. Ach komm! Epic Tauboss Battle! Stimm dich an, so. Tauboss! Aeroas! Schön. Ja, das ist eine Attacke. Geheimpower. Duh. Das ist schneller, Git. Geheimpower! Wusch! So, demnach wird er jetzt, glaube ich, entweder Rizoros einsetzen oder Simsala. Rizoros, dachte ich mir. Das ist schlecht. Ich muss auf Zorbi wechseln. Weil wenn ich jetzt Rizoros besiege, wird das Visaflor einsetzen. Auf Level 75. Oder 73? Nein, 75? Nee. 70, 65, ach du Scheiße. Wie komme ich denn auf das jetzt 75? Das ist mein zweiten Match. Oder war das stärker? Keine Ahnung. Ja, jetzt kommt sein Visaflor. Rizeros. Visaflor. Für den Pokémon, den ich am meisten Angst habe gerade. Ich werde mal Toxic benutzen. Oder? Nee, Anni. Wobei sie kann sterben. Wobei Keeper. Keeper sollte eigentlich einiges aushalten und mit einem Gainer sollte er eigentlich auch einiges richten können. So. Bisa! 63, okay. Gainer. Okay. Spezialangriff erhöhen ist schon mal badass. Auch wenn es nur eine Stufe ist, aber es sind 50%. Was sehr viel ist. Und mit sehr viel meine ich verdammt viel. Selbst für Keeper ist es ziemlich viel. Vor allem, wenn er jetzt so viel erhöht. Ach du Scheiße. Bald schläft er. Er kommt jetzt sicherlich mindestens diese Attacke und die nächste Runde bekommt er auch eine Attacke. Und das sieht schon mal gut aus. Wenn ich jetzt nach einem Volltreffer wobei, halt. Ich versuch's mal. Wenn ich jetzt keinen Volltreffer mache und es macht nur normal Schaden, wird es sich in der nächsten Runde heilen. Was sehr schlecht ist. Denn das wäre mein Untergang. Okay, er hat eine Zitrobeere. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt einen Pot benutzt, oder? Doch! Verdammt! Dieser verdammte kleine Arsch. Keeper, mach einen Volltreffer. Hau ihn um! Aloxo ist sauer. Er will dein Blut. Er macht noch weniger Schaden, ja, danke. Okay, jetzt wird's ein bisschen arschig hier. Aber ist richtig arschig. Oh ja. Du. Gleißendes Sonnenlicht. Irgendwie Bock auf irgendein Pokémon, das was aushält, obwohl. Hält's. Ich glaube, Keeper könnten. Obwohl. Mal schauen. Oh, geil! Er ist doof. Und ich mach Spuka nur damit. Weil Rückkehr ihn nicht töten wird. Ja, ich sag töten, weil es ist eine Nuzlocke-Challenge. So, gleißendes Sonnenlicht und Spizaflor schläft. Gleißendes Sonnenlicht ist gut für uns, damit Ponita Galoppa, wobei, welches Pokémon kann Galopp noch besiegen? Eigentlich keins. Egal.
Sondern noch Akani, Garados und Simsala. Simsala ist keine große Gefahr mit Keeper. Akani wird... Wobei, wenn jetzt Akani ansetzt, habe ich ein Problem, weil das ist ein Sonnentag. Simsala. Oh, jawohl, jawohl, der ist dumm. Simsala, schön. Mit dem Psychokinet kann es ziemlich fies sein, aber... Wayne. Wayne! Spukball. Reflekt. Warum? Warum tust du sowas? Wieso? Was habe ich dir angetan? Mann, Mamia. Komm, stirb. Volltreffer. Wobei ich hätte noch einen Durchbruch machen sollen. Egal. Egal. Garados. Yay. so trifft man sich wieder, wa? Nee. Ich bleibe mal schnell auf Keeper. Denn Keeper kann sich einiges aushalten. Vor allem, falls es eine Wasserattacke kann, wird es sowieso schwach sein. Leisten das, ja, wegen dem Sonnenlicht. Das. Und sonst, wenn man so eine Attacke hat, dann sollte man auch schlau sein und kein Wasser-Pokémon ins Team nehmen. Es sei denn, man benutzt zuerst das Wasser-Pokémon und dann ist das Sonnentag-Pokémon, aber egal. Drachenwut. Warum? Warum tut man dies? So, habe ich irgendwas Nützliches? Ein Angriff? Die Volltrefferquote. Habe ich keinen X-Angriff? Nee. Scheiß drauf. Ich spiele einfach mal Arschloch. Aber wenn ich was solche Items habe, benutze ich sie auch. So, als erstes mal ein Durchbruch, damit das scheiß Reflektor weg ist. Bams, bams. Bam! Wird es da kaum Schaden machen, aber egal. Ja, Volltreffer. Jetzt hat's schon angefangen. So, und Rückkehr. Ist aufgewacht, ja schön. Drachenwut, wie du 40 KP abzieht. Das ist eigentlich kaum was bei Relaxo. Rückkehr mit Volltreffer, denn dann ist der Angriffssenkung Deboost weg. Natürlich nicht. Ich bin schneller, geil, danke Flinkklaue. Rückkehr! Wow! Wuchtler, oh oh! We got a badass over here. Ich benutze mal eben eine Top-Genesung für mein Relaxo. Denn ansonsten könnte es sterben, ja, yeah, und das wäre wirklich schlor. Schlor. Wuchtler! Verwehrt, ja, schön. Wobei es nicht gut, es kann einen Trank benutzen. Und ich weiß, dass ich diese Arsch noch einen Trank. Hat er jetzt gerade drei Tränke? Drei Top-Genesungen? Wow, du bist so ein Badass, weißt du das? Aber deine Mutter ist schlimmer. Wobei ich kenne deine Mutter nicht. Kenne deinen Großvater und deine Schwester. Egal. Mach einen Volltreffer, Keeper. Dann hat nicht. Brauchen wir Wut, ja, ist auch gut. Hab ich nichts gegen, nö. Rückkehr. Wow! Komm schon! Marien werde ich! Dies ist kein Verlass mehr gerade. Drachenwut. Yay! Epic Battle! Boah, wie mein Relax auf meine Rivalen auseinander nimmt. Bisaflor, Garados, Simsala, Arcani macht ein Zorbi, einfach mal was Episches. Weil, sorry, ich muss mit deinem Start beenden und sowieso ist Arcani schwach gegen Wasser, von daher. Let's go! Zorbi! It's your turn! Torchok. Level 61 mit Bedroher, was nichts schön ist. Egal, ich hab Surfer. Ich bin schneller als Nakani? What the fuck? Das kann nicht sein, egal. Flammenwurf. Joa. Vorher schon wäre besser, oder Hitzekoller. Tja, mein Rivale. Ich würde sagen, das war's. Und damit ist auch die Nuzlocke-Challenge beendet. Ich habe gewonnen. Mit nur zwei Opfern, einem Flamara und einem Radikal, habe ich diese Challenge bestanden. Oder, naja, bestanden ist ein bisschen komisch, wenn man Pokémon verloren hat, aber egal. Und noch die letzten Erfahrungspunkte. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Sieg ist wirklich schon vorbei, nach allen Anstrengungen, um Pika-Champion zu werden. Das ist nicht fair. Hoi, Suse. Wieso habe ich verloren? Ich habe den Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, bist du ein Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Zorbi. Jetzt muss ich epische Eisstimme von Suya nachahmen. Du hast also gewonnen.
Wunderbar! Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Deine Dame sieht aus wie ich. Egal. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Shiki auf den Weg gemacht hast. Zorbi, du bist schon viel erfahrener. Hans, du warst nah dran. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Na. Hans, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinem Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger sein. Zorbi, du warst ebenfalls nah dran. Du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Meine Sklaven sind immer für mich da. Ich meine meine Pokémon. Zorbi, folge mir. Yay, Credits. Woohoo. Oh, nee. Herzlichen Glückwunsch, Zorbi. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Zorbi, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Zorbi, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. So, ich leg den Controller weg. Chris, Sandama. Zorbi, Turtok. Annie, Galappa. Zozo, Taubos. Slimog als Toxic. Und zuletzt Keeper als Relaxo. Willkommen in der Ruhmeshalle! Champ der Pokémon-Liga. Herzlichen Glückwunsch! Danke. So, Credit Time. Ja, Leute. Was gibst du diesem für mich doch recht kurzen Display mit 45 Parts? Es kommt noch ein Bonus-Part, Leute, keine Sorge. Der wird, glaube ich, auch heute oder morgen oder am nächsten oder übermorgen oder wann auch immer kommen. Ja, was kann ich zu Nuzlocke Challenge sagen? Es war mein erstes Mal, dass ich eine Nuzlocke Challenge gemacht habe. Natürlich muss ich das auch aufnehmen, ne? ich muss sagen, die Nuzlocke Challenge, viele wissen ja nicht, wie der Name entstanden ist. Wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Ich bin mir nicht mit den Details ganz sicher, aber es war, glaube ich, mal von einem YouTuber oder einem Blogger oder Vlogger, keine Ahnung. Der hat mal Pokémon Saphir oder Rubin oder was Smaragd gespielt und hat dann mal einen Blanas gefangen. Wobei er Blanas eigentlich niemals anfassen würde oder einen Tangulist in einem normalen Playthrough. Nun hat er dann Blanas eingesetzt und das heißt ja auf Englisch Nutsleeve. Nun hat er aber die Hinterseite von Blanas an einen Typ namens Lock erinnert. Und so war er auf den Namen Nuzlocke gekommen. Dann kam er auf die Idee, wieso macht nicht mal eine Challenge, in der er nur die Pokémon fangen kann, die das erste der Route sind, damit man auch mal mit neuen Pokémon spielt. Und ja, das ist auch der Hintergrund, warum es die Nuzlocke Challenge gibt. Das ist einfach mal der Hard Mode. Man verliert Pokémon, man trainiert mal Pokémon, mit denen man wirklich niemals trainieren würde, niemals kämpfen würde. Ich meine, ich hätte niemals in einem normalen Playthrough ein Paras benutzt oder ein Radfratz. Niemals, aber ich hab's hier benutzt. Und es ist auch so, in der Nuzlocke Challenge bist du irgendwie viel vorsichtiger als sonst. Es ist ein anderes Gefühl mal zu spielen. Man sagt nicht einfach so, ja, ich schicke mein Pokémon in den Kampf, wenn es stirbt, dann renne ich ins Pokémon-Zentrum zurück und fertig. Nee, es ist wirklich so, du passt auf deine Pokémon auf, du hast eine Bindung zu deinem Pokémon. Du bist wirklich niedergeschlagen, wenn eines deiner besten Pokémon sterben würde. Ich meine, wenn jetzt in der Pokémon-Liga mein Turtok, mein Relaxo, mein Taubos, mein Galoppa, mein Sandama bei einem Slime auch gestorben wäre, was wäre dann? Das wäre ziemlich scheiße. Und ja. Wie gesagt, es kommt noch ein Bonus-Part und in diesem Bonus-Part geht's um. Ach, ich will noch nichts vorweg spoilern. Es wird einfach noch ein Bonus-Credit-Part, in dem ich einige Stunden Arbeit investieren werde. Das kann ich schon mal versprechen, dass hoffentlich auch gut ankommen wird. Also schaut es euch an, denn ich habe mir den Arsch aufgerissen für dieses Video, aber egal. So, ja, die Credits können langsam zu Ende sein, da ich nichts mehr zu erzählen habe. Wir durchlaufen nochmal die alten Gebiete. Ja, Schnieke.
Interessiert doch jeden von euch. Naja, also ich muss sagen, hat mir sehr gefallen. Nuzlocke ist wirklich was Schönes, ist auch für privates Spiel mal wirklich schön. Ich habe mir sogar mal vorgenommen, eventuell irgendwann mal so ein Tagebuch zu führen. Also sprich, ich wollte kein Comic zeichnen, weil ich ziemlich schlecht im Zeichnen bin. Habe ich mal gedacht, ich mache mal irgendwo eine private Challenge für mich von Rubin, Saphir oder Smaragd. Obwohl Smaragd mache ich ja sowieso irgendwann. Oder von Pokémon Weiß oder sonst irgendwas. Schreibe das einfach mal in seinem Tagebuch auf und werde das vielleicht mal irgendwann veröffentlichen, wenn ich mal so weit bin. Weil, ja, ich werde das nächste Nuzlocke sowieso Smaragd machen und dann wird, denke ich mal, eine kleine Pause von Pokémon kommen und wieder mal was anderes kommen. Pikachu! Süß. Jo. Also, wie immer sage ich am Ende eines Plays, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Kommentieren, Bewerten, rumalbern in den Kommentaren. Ja, das gab's auch einige Male, das gefällt mir eigentlich nicht, aber weil ihr seid, verzeih ich euch, ich mag euch alle. Lasst euch drücken. Ja. So, ja. Das war's von Pokémon Blattgrün, der Nuzlocke Challenge mit 45 Parts abgeschlossen. Danke fürs Zusehen und bis zu einem neuen Let's Play. Bis dahin. Cheerio.